Jo, der Putzmann hier. Und zwar folgendes. Ich war eine Zeit lang überlegen, was ich wieder mache. Jetzt vor allem, wo ich ein neues Intro habe. Und auch wenn das Dragon Ball Intro jetzt nicht zu meinem Video jetzt passt, weil ich bin auch ein sehr großer Star Wars Fan deswegen. Und ich schaue mir sehr, sehr oft die Videos von Star Wars Flash an. Und ja, es gab ein Video, was er gemacht hat. Das werde ich euch auch in die Videobeschreibung setzen. Ich werde es im Hintergrund laufen lassen. Es geht nämlich um die Spezies von Yoda. Alle, die Star Wars-Fans sind, werden sich vielleicht damit auskennen. Und ja, es geht nur darum, dass er aus Spaß gesagt hat, Leute, wenn ihr wollt, macht doch ein Trinkspiel aus der Sache. Weil dieses Video geht etwa was mit 5 Minuten. Und das Wort Spezies kommt verflucht oft vor. Sehr oft, zu oft, finde ich. Und habe mir deswegen hier schon zwei kleine Gläser hingestellt und eine Flasche Goldbrand, dass ich jetzt versuche, das zu trinken, jetzt sehr oft zu trinken. Ich hoffe, man hört das mit dem, weil das Video gesagt, das Video läuft, wie gesagt, im Hintergrund mit voller Lautstärke, aber so laut ist halt, ist es dann auch nicht. Deswegen, also ich hoffe, dass man es hört. Und ich werde eigentlich auch relativ nur die Klappe halten. Und nur immer, wenn Spezies auftaucht, werde ich halt einen Becher nehmen, kippen und sofort wieder neu einschenken. Auch wenn ich zwei Becher hier habe, könnte es sehr schwierig werden. Vor allem spätestens nach der Hälfte der Zeit, also nach 2,5 Minuten, werde ich wahrscheinlich irgendwann da so denken, ich will aufhören. Aber gut, lassen wir uns überraschen und ich würde mal sagen, wir fangen an, indem ich jetzt starte. Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Einer der größten Geheimnisse in Star Wars ist Yodas Herkunft. Seine Spezies ist tatsächlich so mysteriös, dass man nicht mal ihren Namen weiß. Auch die Heimatwelt dieser grünen kleinen humanoiden Spezies ist unbekannt. Was man weiß, ist, dass die Mitglieder dieser Spezies normalerweise unter 70 cm groß waren. Yodas Größe beträgt zum Beispiel 66 cm. Auch deren durchschnittliche Lebenserwartung ist nicht wirklich bekannt. Die bekannten Mitglieder dieser Spezies wurden hunderte Jahre alt, allerdings werden Jedi generell älter als normal. Ihr gemerkt habt, es wurde hier schon dreimal Spezies gesagt, viermal. Ich komme kaum hinterher. Deswegen habe ich mal kurz auf Pause gedrückt. Es ist nicht so einfach und witzig, wie ich mir das vorgestellt habe. Wahrscheinlich werdet ihr mehr lachen. Es wurde jetzt nämlich noch einmal Spezies gesagt. Und deswegen werde ich jetzt noch einen trinken, bevor ich nochmal starte. Erstmal, was habe ich mir da angetan, ne? Es wird eindeutig schwieriger. Ich brauche eine Pause. Zur Information, das waren jetzt 49 Sekunden des Videos. Also, wie oft jetzt schon Spezies gesagt worden ist. Das sind ja noch nicht ansatzweise bei der Hälfte. Und jetzt geht's weiter. Mitglieder einer Spezies und da nur machtsensitive Individuen dieser Spezies bekannt sind, kann man jenes also nicht genau sagen. Okay, das hat nicht ganz so bis jetzt geklappt, wie ich mir das erhofft hatte. Ich habe eine Idee. Und zwar jedes Mal, wenn Spezies fällt, werde ich auf Pause drücken. Ich komme da nicht mit. Also, ich habe nur zwei Schnapsbecher und ich hätte mir das vielleicht mit dem Video anders überlegen müssen, wenn ich mehr Schnapsgläser gehabt hätte, aber die Idee kam mir einfach wirklich in dem Moment, wo ich das Video gesehen habe. Ich habe dieses Video gesehen und mir gedacht, oh mein Gott, das ist vielleicht echt witzig für ein Video. Deswegen entschuldige ich mich jetzt auch ab jetzt, dass ich dann sage, okay, ich muss Pause, ich drücke Pause, damit ich trinken kann und auch nachschauen kann, weil ich komme sonst nicht hinterher. Und ich möchte wirklich jedes Mal, wenn Spezies gesagt wird, was trinken. Ich komme mir, wie gesagt, gar nicht hinterher. Deswegen. Und eins schulde ich euch jetzt schon wieder, weil, wie gesagt, ich kam schon wieder nicht hinterher vorher gerade eben. Und deswegen, ich habe echt gerade gedacht, wie mache ich das jetzt? Deswegen
geht es jetzt weiter. Wie gesagt, der hier wird jetzt noch getrunken von dem letzten Spezies, aber ab sofort, jedes Mal, wenn Spezies fällt, Pause drücken, trinken, nachschenken, weitermachen. Ich weiß, so würde man ein richtiges Trinkspiel nicht machen, aber ich komme da einfach absolut nicht hinterher. Deswegen, und dann überlege sich mal, das ist die Menge, die wir jetzt schon schnell getrunken haben in dieser ganz kurzen Zeit. Und wie gesagt, es ist noch keine Minute, dass das Video, nur das Video vom Star Wars Flash läuft. Und ich so, was? Deswegen, Cheers auf euch. Oh. Gesagt, ich bin absolut kein Kampftrinker. Es gibt hier so Leute, denen macht das hier gar nichts aus. Denen so, was? Wieso nur kurz zu trinken? Wieso Trinkspiel? Jedes Mal, wenn es spät. Die Flasche ansetzen, bis das Video vorbei ist. Und sagt, ja, kommt das Video an. Wenn es ein 3-Sekunden-Video ist, würde ich auch sagen, jo, warum nicht? Aber ich glaube, ohne Intro habe ich, glaube ich, gar keinen. Also die meisten Videos bei mir sind unter 3 Sekunden, aber es liegt mir daran, dass ich Lagerfeuer mache. Gut. Es geht weiter. Wie gesagt, Pause, trinken, einschenken, weiter. Für Erwachsene dieser Spezies waren. Ist auch das Problem ist, den habe ich zwar kalt gestellt, aber wie es aussieht, nicht lang genug. Weiter. Elfenhafte Ohren, Klauen an den Händen und so eine Art Falten auf der Stirn. Ihre Haut war ledrig und grün und ihr Blut war ebenfalls grün. Mitglieder dieser Spezies hatten scharfe Zähne, was für eine fleischhaltige Ernährung spricht. Generell war die Ernährung Yodas aber von anderen als gewöhnungsbedürftig angesehen worden. Die Spezies erinnert an die der Lannik. Okay, das hat jetzt etwas länger gedauert, aber erstmal nachschenken. Ihr merkt also, es ist nicht ganz so einfach, wie ich mir das erhofft hatte, und das Video wird wieder länger, als ich es geplant hatte. Spezies, beide Spezies sind. Das ist jetzt dreimal hintereinander Spezies. Wieso tue ich mir das an? Damit ihr eine Show habt? Ah. Das schlimme Video wird ja mal am Geburtstag in ein paar Tagen. Warte ich mal darauf. Schauen wir da am Kotzen ist. Macht das nur für euch, damit ihr eine Show habt. Ah. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell das Zeug reinhaut, wenn man es so kippt. Vielleicht doch. Aber ein guter Rat an alle jungen Leute. Lasst vielleicht lieber die Finger von dem Dreckszeug. Ah. Mein Körper verträgt das. Ich muss eine Pause machen, sorry. Es geht weiter. Entschuldige ich euch bis jetzt auf alle Fälle nach etwa 1,5 Minuten, noch nicht mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich vertrage absolut keinen Alkohol. Viele würden sagen, schäm dich. Aber ganz ehrlich, es ist einfach so. Das hier habe ich auch noch besonders voll gemacht. Das ist sehr schwierig, das zu halten. Das Ding, das ist der nächste von dem letzten, was ich denke, so, what the fuck. Ich gebe ja zu, ich bin mit dieser Art nicht vielleicht der professionellste YouTuber. Oh Gott, das schlägt schon durch, ich merke das.
Aber ich versuche es dennoch und naja, machen wir einfach mal weiter. Ne? Unbekannt, obwohl Yoda mindestens einmal für einen Lannig gehalten wurde. Dass eine genetische Verbindung zwischen diesen beiden Spezies besteht, ist. Gott, ich werde sterben. Ah. Und weiter. Aber eher unwahrscheinlich, da die Lannig um einiges humanoider erscheinen, während Yodas Spezies eher so erscheint. Ja, okay. Ihr könnt euch meinetwegen später so viel beschweren, wie ihr wollt, aber irgendwann denkt ihr auch so, what the fuck? Und wer es besser macht, der soll mir einen Link schicken von seinem YouTube-Video, der das gemacht hat. Ihr kennt mich alle mal. Aber ich bin trotzdem auf euch. Denn ihr seid meine Zuschauer und ich mag euch. Als ob sie eine Entwicklung amphibischer oder reptilischer Natur durchgemacht haben. Alle bekannten Mitglieder dieser mysteriösen Spezies waren. Der schon wieder. Ich glaube, das Video ist ausgegangen. So, es geht weiter. Es tut mir leid, dass es im Moment so schwierig ist. Wie gesagt, Alkohol und ich, so eine Sache. Aber was soll ich nicht alles für meine Fans? Also machen wir weiter. Wir waren bei 3 Minuten 24 Sekunden. Deswegen. Sekunden, ja. Klein und haben große, spitze Ohren. Ob die Spezies Yodas mit der Lannig-Spezies verwandt war, ist aber ebenfalls unbekannt. Ob Okay, es ist wieder zweimal Spezies gefallen. Oh. Wenn ich manchmal drüber nachdenke, habe ich manchmal das Gefühl, ich lande in der Hölle. Kennt ihr das Gefühl? Ehrlich gestanden gestehen, ich habe erwartet, ich mache erst morgen früh weiter. Aber zwei Sachen haben mich davon abgehalten. Aha, wer trinkt morgens? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls es einer tut. Und das andere, ich konnte nicht schlafen. Deswegen, außerdem bin ich noch so Kleinigkeiten am Arbeiten, die hier noch laufen sollen. Da jetzt zweimal Spezies gefallen ist, ist zwei kurze. Oh. Überlegen, die wären später schon nicht mehr sehr gut geworden. Und ja, also morgen früh hätten die noch mehr beschlagen. Aus irgendeinem, ich habe jetzt, wie gesagt, die Datik ausgehaucht, dass meine komplette Kamera beschlagen ist. Aber ich werde sie da einschenken. So, eingeschenkt. Machen wir weiter.
So, Runde Nummer 2. Beim letzten Mal habe ich das Video nicht fertig bekommen. Es geht jetzt schon fast eine Viertelstunde. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen rumschnibbeln, deswegen. Ich mir ist auch leider der Goldband ausgegangen, deswegen habe ich eine Flasche Wodka. Viele könnten jetzt sagen, ja, der hat nur Wasser reingefüllt, deswegen habe ich die schon mal extra, habe ich die extra geschlossen gelassen, um zu zeigen, ja, die ist ganz frisch. Und was ich jetzt mache, ich werde jetzt 2 kurze trinken und das Video starten. Und wenn dann zweimal Spezies kommt, habe ich ja meinen Gefallen in dem Moment schon getan. Deswegen, wo haben wir es denn? Ach, Freunde. Dann trinken wir mal den ersten. Ich hatte nichts anderes mehr außer Wodka und Korn. Mir war das mir wirklich schwer gefallen. Er wird immer wärmer. Ja, Wodka. Gut, ich arbeite dran. Wie gesagt, das waren jetzt 2 kurze, weil jetzt zweimal bestimmt diese Video mindestens noch zweimal kommt. Ich habe sogar extra nochmal nachgeschenkt. Man sieht es auch an dem Inhalt. Wie viel ist überhaupt drin? Auch eine 07 Flasche. Ja. Also gut. Dann starten wir mal das Video, also besser gesagt, wir machen mal dem Video weiter, um herauszufinden, wie es weitergeht. Es geht um Spezies. Ein außergewöhnliches Machtpotenzial. Die meisten hatten genauso ein abgefucktes Basic wie Yoda, welcher natürlich der berühmteste seiner Spezies ist. Er war für 2 Jahrhunderte Jedi-Großmeister während der Zeit der Galaktischen Republik und einer der mächtigsten Jedi überhaupt. Er starb im Alter von 900 Jahren. Die beiden Jedi Yaddle und Wanda Tokare waren ebenfalls mächtige Meister und Teil des Rates, jeweils in Coruscant und in Dantooine. Stimmt mal gerne jetzt ab, habt ihr Bock, dass ich mal einzelne Videos zu der Geschichte dieser beiden Individuen mache? In der Infocard könnt ihr das jetzt gerne mal machen. Dann gab es da noch einen weiteren bekannten Kandidaten dieser Spezies, nämlich Meister Otek, welcher während Zweite Mal der okay. Ära des Kalten Krieges präsent war. Das ist die Ära, um die es im MMORPG Star Wars The Old Republic geht. Über Otek kann ich auch noch gerne ein Video machen, einfach mal generell abstimmen, ob euch diese Mitglieder dieser Spezies interessieren. Das war jetzt das dritte Mal. Deswegen zum Wohl. Ich werde sterben. 100 pro. Eine Bitte, wenn ich in diesem Video draufgehe, verbreite die Botschaft. Trinkspiele sind böse. Ein weiteres, aber weniger bekanntes Mitglied dieser Spezies war Jedi. Schon wieder. Also weiter. Das ist nicht cool, sage ich euch. Und nicht, wenn man die Scheißbecher zu voll macht. Aber das ist ja meine Schuld. Bekanntes Mitglied dieser Spezies war Jedi-Ritter Minch, welcher dem Jedi-Orden um das Jahr 700 vor der Schlacht von Yavin gedient hat. Er hat es geschafft, einen dunklen Jedi-Meister alleine im Kampf zu besiegen. Im Gegensatz zu den anderen 4 Meistern, welche extreme Ruhe und Selbstkontrolle permanent aufwiesen, hatte Minch ein eher feuriges Temperament. Und ratet mal, was ich auch hier machen kann, ein Video zu ihm. Einfach in der Infocard abstimmen. Mir fällt auch gerade auf, ich könnte einfach eine Videoreihe, in der ich jeweils ein Video zu jedem bekannten Mitglied dieser Spezies permanent aufwiesen, hatte Minch ein eher feuriges Temperament.
Und ratet mal, was ich auch hier machen kann, ein Video zu ihm. Einfach in der Infocard abstimmen. Mir fällt auch gerade auf, ich könnte einfach eine Videoreihe, in der ich jeweils ein Video zu jedem bekannten Mitglied dieser Spezies mache. So, ich muss nochmal nachhören, weil ich mir gerade nicht sicher war, deswegen habt ihr jetzt was doppelt gehört. Aber gut, ich nehme das hintere. Es ist auch voll, aber es ist nicht ganz so voll, die Mikroliter. Schaut rein. Wieso verschwimmt die Kamera eigentlich? Liegt das an mir? Kurze Pause, Freunde, bitte. Ja, Wodka. Gut, ich arbeite dran. Wie gesagt, das waren jetzt zwei kurze, weil jetzt zweimal bestimmt diese Video mindestens noch zweimal kommt. Ich habe sogar extra nochmal nachgeschenkt. Man sieht es auch an dem Inhalt. Wie viel ist überhaupt drin? Auch eine 07 Flasche. Ja, ja. Also gut. Dann starten wir mal das Video. Also besser gesagt, wir machen mal dem Video weiter, um herauszufinden, wie es weitergeht. Es geht um Spezies. Ein außergewöhnliches Machtpotenzial. Die meisten hatten genauso ein abgefucktes Basic wie Yoda, welcher natürlich der berühmteste seiner Spezies ist. Er war für 2 Jahrhunderte Jedi-Großmeister während der Zeit der Galaktischen Republik und einer der mächtigsten Jedi überhaupt. Er starb im Alter von 900 Jahren. Die beiden Jedi Yeddle und Wanda Tukare waren ebenfalls mächtige Meister und Teil des Rates, jeweils in Coruscant und in Dantooine. Stimmt mal gerne jetzt ab, habt ihr Bock, dass ich mal einzelne Videos zu der Geschichte dieser beiden Individuen mache? In der Infocard könnt ihr das jetzt gerne mal machen. Dann gab es da noch einen weiteren bekannten Kandidaten dieser Spezies, nämlich Meister Otek, welcher während der Ära des Kalten Krieges präsent war. Das ist die Ära, um die es im MMORPG Star Wars The Old Republic geht. Über Otek kann ich auch noch gerne ein Video machen, einfach mal generell abstimmen, ob euch diese Mitglieder dieser Spezies interessieren. Das war jetzt das dritte Mal. Deswegen zum Wohl. Sterben. 100 pro. Eine Bitte, wenn ich in diesem Video drauf gehe, verbreitet die Botschaft. Trinkspiele sind böse. Ein weiteres, aber weniger bekanntes Mitglied dieser Spezies war Jedi. Schon wieder. Also weiter. Das ist nicht cool, sag ich euch. Und nicht, wenn man die Scheißbecher zu voll macht. Aber das ist ja meine Schuld. Bekanntes Mitglied dieser Spezies war Jedi-Ritter Minch, welcher dem Jedi-Orden um das Jahr 700 vor der Schlacht von Yavin gedient hat. Er hat es geschafft, einen dunklen Jedi-Meister alleine im Kampf zu besiegen. Im Gegensatz zu den anderen 4 Meistern, welche extreme Ruhe und Selbstkontrolle permanent aufwiesen, hatte Minch ein eher feuriges Temperament. Und ratet mal, was ich auch hier machen kann, ein Video zu ihm. Einfach in der Infocard abstimmen. Mir fällt auch gerade auf, ich könnte einfach eine Videoreihe, in der ich jeweils ein Video zu jedem bekannten Mitglied dieser Spezies permanent aufwiesen, hatte Minch ein eher feuriges Temperament. Und ratet mal, was ich auch hier machen kann, ein Video zu ihm. Einfach in der Infocard abstimmen. Mir fällt auch gerade auf, ich könnte einfach eine Videoreihe, in der ich jeweils ein Video zu jedem bekannten Mitglied dieser Spezies mache. So, ich muss nochmal nachhören, weil ich mir gerade nicht sicher war, deswegen habt ihr jetzt was doppelt gehört. Aber gut, ich nehme das hintere. Es ist auch voll, aber es ist nicht ganz so voll. Die Mikroliter. Schaut rein. Wieso verschwimmt die Kamera eigentlich? Liegt das an mir? Kurze Pause, Freunde, bitte.
Entschuldige, wie gesagt, für Trinkspiele bin ich nicht gemacht, deswegen. Und ein guter Rat, allein Trink macht eh betrunken. Ach, du Scheiße. Weiter geht's. Ratet mal, was ich auch hier Ach machen so. kann. Ein Video zu ihm. Einfach in der Infocard abstimmen. Mir fällt auch gerade auf, ich könnte einfach eine Videoreihe, in der ich jeweils ein Video zu jedem bekannten Mitglied dieser Spezies mache, machen. Jedenfalls, Ja, das war weiter das im Text. Wollen. Eine Statue von einem unbekannten Jedi dieser Spezies ist auch im Jedi-Tal. Unfassbar, selbst jetzt. Oh Gott, ist das Glas voll. Yam yam. Wisst ihr, woran ihr einen richtigen YouTuber erkennt? Er ist verzweifelt und versucht, durch alles Klicks zu bekommen. Jetzt muss ich das Video neu starten. Eine Statue von einem Ja, das wissen unbekannten wir, Jedi du. dieser Spezies ist auch im Jedi-Tal von Rusen zu finden. Hinter den Kulissen hat George Lucas aus unbekannten Gründen einen strikten Grundsatz zur Aufrechterhaltung des Unbekannten geführt. Was bedeutet, dass er die Herkunft, den Namen und alle anderen Hintergrundinformationen bezüglich Yodas Spezies steht. Oh, komm schon, das waren 3 Sekunden vor der 4. Minute. Hätte das nicht rauszögern können, das Video geht für über 5 Minuten. So, zum Wohl. Ist anstrengend, da. Ein guter Rat, trink niemals auf nüchternen Magen. Bestens trinkt überhaupt nicht. Weiter geht's. Sie es stets geheim hielt. Wenn man ihn in Interviews fragte, was Yodas Herkunft ist, hatte er einfach spaßeshalber gesagt, dass er ein Frosch ist. Das Mysterium ist gelüftet. Ernsthaft, Digga, ein Frosch? In dem Schön. Dokumentarfilm From Puppets to Pixels hat George Lucas spaßeshalber behauptet, Yoda sei ein Bastard, gezeugt von Kermit der Frosch und Miss Piggy. Ja, ich würde sagen, genug Internet für heute, Leute. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr den Charakter Yoda und falls ihr die anderen halt kennt. Außerdem wollt ihr mehr Input seitens Lucasfilm zu dieser Spezies oder. Ernsthaft, muss ich das vorstellen? Wir sind bei 4 Minuten 34 Sekunden. Hätte er nicht die letzten paar Sekunden einfach sagen können, nee, okay, los mehr, ich werde jetzt nicht mehr weiter über Spezies reden. Meine Spezies zählen nicht. Wenn ich das sage, zählt das nicht. Das zählen nur seine. Ich höre das in den Kommentaren. Na schön. Two-Face. Oh ja. Okay, weiter geht's. Ich glaube, einen schulde ich euch noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zum Wohl. Hoffentlich habe ich euch den echt geschuldet. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Na schön. Aber wir schenken den noch ein. Also nach, wie auch immer. Sind ja bei 34. Das Video, wo ich es drauf habe, ist zurückgesprungen auf 429. Im Grunde genommen heißt das, die nächsten 5 Sekunden zählen nicht. Ah.
falls ihr die anderen halt kennt. Außerdem wollt ihr mehr Input seitens Lucasfilm zu dieser Spezies oder findet ihr es so besser, wenn es unbekannt bleibt? Stimmt wie gesagt in der Infocard ab, ansonsten checkt unbedingt noch meinen MMOGA-Link ab. Dort bekommt ihr alle möglichen Spiele extrem reduziert, darunter auch Star Wars The Old Republic und alles, was ihr dafür braucht. In dem Game könnt ihr dann auch Meister Otek selbst erleben, also unbedingt mal abchecken. Über meinen Link könnt ihr dann ordentlich was sparen. Dort gibt es auch zum Beispiel Battlefront 2 für unter 30 Euro und halt auch andere Spiele. Ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash. Ihr habt es selber mitbekommen, das war, wie es aussieht, das letzte Mal, wo das Wort Spezies fiel. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich getrunken habe. So, ich mache aber euch für jetzt eine Aufgabe, und zwar für jeden Like, den ich für dieses Video bekomme. Oh nein, noch besser. Viel, viel besser. Ich werde nämlich ein Video in die Videobeschreibung setzen, eines meiner älteren Videos. Und für jeden Like, den ich für dieses Video, das in dem unten in der Videobeschreibung ist, werde ich einen kurzen trinken. Ich werde das Video aber aussuchen. Ihr wisst doch nicht, was es ist. Ihr könnt euch es anschauen oder einfach liken. Ist das egal. Ich bin ja im Endeffekt der Gearschte und verlasse mich drauf. Ich werde mein Versprechen halten. Ich werde dann ein Video darüber machen. Aber das ist anstrengend. Scheiße. Ja, das kommt alles ins Video. Wie gesagt, ich suche das Video aus. Wenn ihr sagt, ganz ehrlich, das Video ist scheiße, ich werde das nicht liken. Eure Sache. Wenn ihr euch aber sagt, dann lässt sich ein Vollidiot volllaufen. Gut. Macht doch. Mir doch egal. Ja, euer Vorteil ist, dass ich halt, wie gesagt, so langsam durch bin. Ich hatte heute nicht mehr viel zu essen im Haus. Das ist mein kleines Problem. Ich muss die Tage einkaufen. Es werden lauter Feiertage, lauter Ostern. Deswegen sage ich nur noch, okay, ich wünsche euch die restlichen Feiertage alles Gute für Ostern. Und ja, wir sehen uns sowieso wieder danach. Und ich setze nach diesem Video irgendein anderes Video in die Videobeschreibung. Und das, egal wie viel Like es am Ende hat, für jeden Like trinke ich einen kurzen. Ich werde ein Foto über dieses, über die Likes machen, damit ihr das seht. Und auch das Video zusätzlich nochmal in die Beschreibung setzen. Ja, alles klar. Eigentlich wisst ihr Bescheid. Ich verabschiede mich und sag auf Wiedersehen. Oder auf Wiedersehen. Nee, auf Wiedersehen ist ja Top 10. Entschuldigung. Auf Wiedersehen.